Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Video. Wieder mit dem Karneval-Event mit Roimomo. Und ihr seht, dass wir schlagen auf ihn ein. Remme volles Leben. Wir sind einfach viel zu wenige Menschen. Und das zur Hälfte des Karnevals. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Roimomo. Da hat der Entwickler leider richtig schlecht alles geplant und gemacht. Weil man braucht ja eben mega viele Rohstoffe und eigentlich müsste jeder hier mitmachen, um ja, den zu besiegen scheinbar. Und deshalb geht's nicht mehr. Wir machen ein Video, das jetzt einfach weniger News ist, vielleicht ein bisschen mehr reden noch über News. Aber ja, nicht über Events, weil ja die kompletten Fastnacht und Karneval-Events einfach nicht gehen, oder? Da das Spiel einfach zu wenig Spieler hat und die Events einfach zu overpowered, der Boss, also der Boss ist einfach zu, hat zu viel Leben und so für so wenig Spieler. Gut, jetzt hoffen wir, dass wir einfach ein bisschen Warzone noch zeigen können und eben ein bisschen reden können. Aber es sind leider sehr viele Hürden online, Zuckerpop ist auch gerade wieder tot. Ich kann sonst da den anderen Charakter, den Schützen, noch zeigen. Da habe ich einen schwarzen Panther, einen Ignis schwarzer Panther geholt. Einfach wegen dem Aussehen. Und weil es gar nicht mehr günstigere Reiter gibt, also das braune Pferd und, glaube ich, noch der Bär. Und, nein, der Bär kostet, glaube ich, 10.000. Also 7.500 Ximmerin. Und das heißt einfach, ja, ich hole mir halt einfach ein besseres Pet, also, ja, halt ein teures. Da habe ich mich für den schwarzen Panther mal entschieden. Habe ich, glaube ich, noch nie. Oder ich glaube doch, ich habe es damals 2016, 17 mal noch geholt. Genau. Jo. Und eventuell werde ich mich ja noch umbenennen. Bald holen. Aber ich habe zu wenig. Ich habe, glaube ich, 50 Ximmerin oder so zu wenig. Und habe gesehen, Ximmerin-Kisten aus dem Shop für Reichsmünzen. Braucht Level 20. Wieso braucht man Level 20 dafür? Ja, da kann ich leider noch nicht holen. Aber gut. Ja. Ich werde auf jeden Fall... Okay, schauen wir mal noch, ob der Bug da ist. Es ist nämlich ein Zirkenspieler scheinbar. Dort, der zu unserem Reich gehört. Er ist weg. Doch, er ist immer noch da. Der Held gehört... zu unserem Reich. Was ist das? Wer hackt da? Ihr könnt es zwar nicht auf Verbündete wirken. Was ist das? Was ist das? Wer hat er denn hier hingestellt von den Entwicklern? Oder ist er ein Hacker? Kann schon sein, dass er ein Hacker ist. Aber ja. Oder einfach ein Buggy. Ein Bug. Okay, sehr spannend hier momentan. Aber nice. Weil die Hürden halt zahlenmäßig hoch überlegen sind. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da nach Aggersborg können. Weil dort meistens Spieler sind. Ja, zum Beispiel auch Zuckerpuppe wahrscheinlich. Einer von beiden hier oben. Jo, und genau, wir müssen uns zuerst aber umskillen. Okay. Wir haben leider die Kampfsteuerung. Ich habe gelesen, es gibt 150% EXP und Ximmerin. Wenn wir jetzt im Video jetzt nicht so gut Warzone machen können, oder komm, dann kann ich besser reden. Wir greifen ein bisschen Orks an. Weil Orks einfach zahlenmäßig mehr EXP geben, wenn man sie einfach schneller und besser tötet. Momentan mit so viel Syrten kann man einfach nicht viele Kills machen. Und ja, wir müssen das so machen, dass wir einfach dieses Event, diese 4-Tage-EXP-Event, gut ausnutzen können. Weil ich denke, es kommen jetzt wegen dem Event noch viel mehr Syrten. Und da bekomme ich einfach nicht genügend Käse über. Ich werde, denke ich mal, doch noch eine Schriftrolle verwenden. Ja gut, weil wir jetzt auch gerade in einem Video sind und es spannender sein muss. Ich hole mir eine 500er Schriftrolle und lade das bis zum 28.
nochmals auf Xamarin aufladen. Ich will ja endlich. Oh, fehlgeschlagen. Wieso? Ah, ich habe zu wenig Geld. Ich habe Geld schon ausgegeben, scheinbar. Oh. Das geht ja natürlich nicht. Dann mache ich hunderte. Ah, ich habe noch nicht aufgeladen. Ich wollte aufladen. Stimmt. Machen wir zuerst mal eine hunderte. So. Also da haben wir 250%. Das ist schon mal genügend. Das ist einfach die Hälfte. Und sobald ich aufgeladen habe, machen wir die 500-Rolle an. Dann haben wir noch mehr als genügend Zeit. Das ist ja nur eine Stunde und es geht ja 4 Tage. Das Event. Prima. Jo, habe ich ganz vergessen, ich habe ja den Panther nachher gekauft. Das heißt also, ich habe zu wenig Geld vorher gehabt für irgendwas. Ist der Ding Umbenennung so teuer? Ja, es ist so teuer. Irgendwie 12 Euro oder so. Oder sogar 18 Euro. Ich weiß nicht, wieso. Wie die Preise kommen. Sich umbenennen, so teuer zu machen. Oder zum Beispiel ein Reittier, so teuer. Ein Reittier, das ist Ding, Pay to Win. Weil du kannst ja eigentlich gar keine permanenten Reittiere kaufen mit Gold. Und deshalb Pay to Win. Und das so teuer, ist leider sehr schlimm. Aber gut, was kann man machen? Ich denke, die Entwickler sind selber schuld, dass sie so pleite sind. Weil niemand kauft die Sachen so. Und ja, die Spieler sind meistens halt auch selber schuld, wenn sie zu Syrtis gehen, haben sie nie etwas zu tun. Geben wahrscheinlich dort viel Geld aus und wechseln dann trotzdem zu Alesius oder zu Ignis und ja. Wenn man halt auch die Königreiche nicht wechseln kann, ja, passiert nie etwas, dann ist Syrtis halt immer sehr überlegen. Ist das Spiel halt ein bisschen unbalanciert. Auch das noch, Menno. Was? Weil sie Level 60 wurde? Weil die Zuckerpuppe Level 60 wurde? Ja, ja. Jo, einmal auf dem La Maida, der Schützen 360 No-Scope, habe ich eine Einladung bekommen von einem Deutschen aus Lübeck. Der, kann glaube ich hier noch lesen, oder? Kann ich das noch lesen? Wie heißt? Bull Shadow, der. Und ja, ich bin dann bei Fallen Angels, das ist wahrscheinlich die größte englischsprachige Gilde. Und richtig nice, sehr nette Leute. Jo, da werde ich dann auch öfters bringen, aber eben der ist noch Level 12. Der ist noch ein bisschen niedriger, das mache ich im Livestream. Und ja. Freue mich natürlich riesig drauf. Mit dem auch zu spielen, wo ich dann vielleicht hoffentlich weniger so von Barbaren überrascht werde, von 5 Barbaren, wie ich vorher ja erleiden musste. Jo. Ansonsten, ja. Freue ich mich natürlich aufs Oster-Event und auch auf den Tag des Toten aus Mexiko. Der ist wahrscheinlich Ende März, also in 4 Wochen ungefähr. Ja. Und ich bin nächsten Mittwoch am Umziehen. Das heißt, dann gibt es keine Livestreams. Ich werde aber am Abend vielleicht schon wieder livestreamen können oder dann am nächsten Tag. Und ab dann kann ich hoffentlich mehr livestreamen, weil ich weniger irgendwelche ja, Krankheitsprobleme habe mit erhöhter Temperatur und zu wenig. Ja, einfach die Luftfeuchtigkeit und alles von schlechten Altbauwohnungen halt ist.
ist in einer kompletten Neubauwohnung natürlich dann hoffentlich nicht mehr der Fall. Die Menschen haben hoffentlich etwas gelernt, gute Wände zu machen und so. Aber ich bin dort gewesen, schon im Zimmer, und es war recht kühl. Und ja, nicht so extrem trocken. Ja, und sonst hoffe ich einfach, dass ich dann auch irgendwie zu mehr Geld komme, durch Fußball, denke ich mal, oder durch Programmierung. Da möchte ich natürlich ein Entwicklerstudio bald aufmachen. Und ich habe das Gefühl, ich kann direkt am Anfang dann vom Entwicklerstudio eigentlich so ein bisschen diese Pläne, also diese Idee von Regnum ein bisschen weiterbringen, und die werden dann hoffentlich das alles besser machen, mit wenig Geldkosten. Auch kostenlos natürlich. Aber das nicht so der Shop und alles mögliche, so wie so teuer ist. Und ja. Schauen wir mal. Sie macht ein Baba. Ja, das Leveln ist halt manchmal gegen Monster ein bisschen Standard-Lame halt. Aber eben, es ist halt schon sehr. Ich mache jetzt nicht so lange, wir haben jetzt 11 Minuten. Ja, nur News-Videos muss ja nicht 30 Minuten lang sein. Und jo, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Eben, vielleicht seid ihr auch sehr interessiert, wie ich labele und was ich finde zum Beispiel und so. Aber das ist eher eine Angelegenheit für den Livestream oder ja. Aber da werde ich eben mehr mit dem Schützen jetzt spielen. Also am Abend, wenn ich Livestream kann, dann werde ich natürlich von der Warzone bringen. Aber momentan, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht so viel von der Warzone bringen. Ich mache da lieber noch ein zweites News-Video heute, wo ich dann in der Warzone noch kämpfe. Aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Es sind einfach zu viele Syrten immer online, wenn nicht die beste Zeit da ist für die Deutschen. Es ist wirklich so. Wenn die Deutschen online sind, dann ist alles ja eigentlich sehr gut. Sind sie aber nicht da, weil es einfach noch zu früh ist, dann ist ISIS eigentlich sehr verlassen. Es liegt wahrscheinlich wirklich an den Deutschen, dass ihr am Morgen oder am Nachmittag mal kommt, damit wir einfach eine Chance haben. In der Nacht zwinge ich euch natürlich nicht. Da bin ich eher auch noch ein bisschen online, wenn ich nicht schlafen kann. Und das sehe ich immer wieder halt, ja. Dass es einfach, ja, nicht geht. Das ist. Sind viele Spanier online, aber die sind so schlecht. Also da habt ihr sicher eine Livestream-Aufzeichnung auf YouTube, wo ich da eine Nacht mal völlig unterlegen war. Die ganze Zeit gegen 50 Mal mehr gekämpft habe. Ja. Und das ist halt doof, oder? Wenn du auch Livestreams oder Videos machst. Du kannst wegen anderen Spielen leider gar nicht so gute Videos machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wegen mir, wegen meinen Videos und Livestreams überhaupt Regnum spielen. Aber ich sehe halt nicht so viel. Dürfte gerne mal irgendjemand sagen. Ich komme aus einem Video, schalte ein Video viel oder so. Und ja, vielleicht auch ein bisschen schreiben mit mir. Und ja, dann sehe ich es auch wieder mehr. Aber so wie ich sehe, sind alle aus dem Fallen Angel Clan meine Fans. Das ist so krass. Nur sind einfach noch zu wenig. Also Fallen Angel hat wie viel online? Weiß nicht, 20 oder so momentan. Aber die sind meistens halt auch wirklich bei Samal oder so. Nicht wie vorher in Akersborg. So. Ich denke, also, aber so langsam können wir auch rübergehen. Gut, habe ich kein Disconnect. Es gibt öfters Disconnects. Ja. Also. Wir machen einfach mal kurz. Ich bekomme dann sehr viel EXP pro Kill über. Komm, mach mal vorwärts. Wieder Buggy. Jo, und sonst mache ich eben mal einen anderen Zeitpunkt an das Video
das nächste News-Video. Aber ich kann die Serie gerne auch ein bisschen zum Gameplay machen. Nur eben wegen den Livestreams, weil ich auch recht viel passiert. Viele coole Szenen, so Massenkills von mir und so Sachen. Mit Baba, mit dem Ritter sehr schwer. Ja, dann müsst ihr halt die Livestreams ein bisschen durchschauen, die Aufzeichnung vor allem. Genau, um dies zu sehen. Aber ich habe leider kaum Zeit, Videos zu schneiden. Ich habe es immer wieder versucht in letzter Zeit. Aber man muss halt immer wieder mehrmals eine Szene immer wieder anschauen, damit man das gut geschnitten hat. Und da habe ich einfach zu wenig Zeit und Ausdauer. Ich habe ja eine Nervenkrankheit. Vielleicht ist es deswegen auch, dass ich mich völlig verzweifelt fühle beim Schneiden. Und sowieso die Videos sehr lange macht. Und deshalb dann auch sehr, sehr lange zum Schneiden geht. Wenn jemand mal Lust hat, Videos zu schneiden, kann er mal fragen bei mir. Jo. Und sonst müsst ihr halt ein bisschen die Videos überspulen, wenn ihr etwas nicht interessant findet, gell? Zögert nicht, einfach die Videos weiter zu spulen, bis dann etwas Spannendes kommt. Ja, ist sehr wichtig, mache ich eigentlich auch immer in meinen Sachen, die ich zuschaue. Außer natürlich den Livestreams, da darf ich es nicht machen. Nee, sehr klar. Livestreams kann man ja nicht überspulen. Dafür sind sie meistens auch wirklich cool und spannender. Und das ist toll, wenn die Livestreamer manchmal einfach mehr machen würden. Das mache ich eben und jo. Aber trotzdem halt momentan auch nicht so viele Zuschauer. Weil einfach Twitch langsam wirklich kaputt geht für Kleine. Ich denke, ich versuche es ab jetzt wieder auf YouTube direkt zu streamen. Dürft ihr gerne anschauen. Und dabei sein. Ab dort habe ich halt keine Plugins, also keine, wie sagt man so schön, Bots. Vielleicht streamen, wenn es ja das geht. Ja, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Allen schüchtern. Schlachtruf. Schlachtruf. Aus welchem Spiel ist das? Man, Blade Warbands. So. Dann haben wir noch Block. Defensive Halter. Shield Roll. Ein Sternenschiff. So. Ja. Liebe Entwickler, ich hätte mal gerne ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit mit dem Beritten und per Fuß auch. Damit wir nicht so lange laufen müssen zu Warzone. Es wäre so geil, wenn halt einfach, wenn ein anderes Spiel in der Nähe wäre, die böse sind oder so einfach langsamer reiten würden, vorsichtiger reiten würden. Und wenn wir so im Gebiet sind zwischen Wind und Mauer und Mauer und andere Länder, eine hohe Geschwindigkeit hätte im Reiten. Und auch zu Fuß oder so. Aber das ist eine Einstellungssache und das können die Entwickler scheinbar nicht von diesem Spiel. Ich möchte unbedingt dafür sorgen, dass ein anderes Spiel kommt, das ziemlich gleich wie Regnum ist. Auch mit vielen Drachen. Ja, da gäbe es ja eben dieses Ashes. Keine Ahnung, wie das heißt. Irgendwas mit Ashes. Einfach ein neues Spiel, da musst du 400 Euro zahlen, damit du in der Beta mitmachen kannst. Und ja, katastrophal. Es ist eher Survival, du musst, glaube ich, auch essen und so. Du hast, glaube ich, auch zu viele Reiche, das wird nie so richtig zu großen Kämpfen kommen und so weiter. Leider nicht so gut. Und Dark Age of Camelot, das ist viel zu alt. Das ist noch, glaube ich, 4 oder 5 Jahre älter als Regnum.
So, wir folgen einfach den Leuten. Ich dachte schon, hier wären Syrten, aber das war nur die Axt vom Ork. Ja, und wenn wir endlich mal zu den Bossen kommen, aber die sind meistens so am 11 Uhr morgens und da bin ich meistens nicht da. Ja, ich bin früher und nachher da online, aber ja, nie um 11 Uhr. Ja. Wird auch irgendwann mal. Und man weiß ja nicht, wie die kommen, weil Regnum Sentinel sie ja weg ist, down ist. Da hat jemand nicht bezahlt. So, direkt nach Aggersborg. Jo. Okay. Jetzt ist die Zeit schnell durchgegangen, obwohl wir noch geritten sind. Das ist schon wieder 10 Minuten ungefähr. Ja, mehr das Video lang. Jetzt machen wir kurze Schlacht noch, dass ihr noch etwas im Video habt. Regnum so. Ja, ich bin leider auch ein bisschen langsam. So. Es sind scheinbar keine Süden mehr hier. Nur noch die Invasion, also die Einnahme des Forts. Ja, doch, ein paar sind schon noch. Direkt mal gestunt werden. Lol. Die sind blau. Waren sie die blau in der Party? Ja, ich hätte gerne den Mercenary Leader, aber der wird nie gemacht. Noch nie wurde er gemacht. So. Und einen Kill. Ein Kill ist gut, aber mehrere Kills sind besser. Ich kann leider kein Ding mehr, ich will zu wenig Mana. So jetzt. Ja, kostet leider sehr viel Mana. Und ich bin sehr langsam geworden durch die kleinen Fußpfähle. Gibt's irgendwie ein paar Kills, bitte? Ich hab einen Expert Boost, okay. Das ist leider immer so ein bisschen der Standard momentan. Wir brauchen das Aggersborg Fort und sind einfach immer zu viele Hürden drin oder drumherum. Aber trotzdem sind irgendwie die Kämpfe immer spannend. 2.999. Jo. Also wenn das beides ist. Nein, 2.999 bekomme ich. Es ist nicht so groß, es nützt mehr Keys bei Monster zu machen, scheinbar. Ja, jetzt kommen die irgendwie. Jetzt gehe ich schön wieder weg. Habe ich keinen Ding? Geschwindigkeit mitgenommen? Ja, doch. Okay. Ja, bei der anderen Szene habe ich die nicht. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir da ein paar debuffen können. Ein bisschen zu weit weg. Geil, wie viele Keys ich scheinbar bekommen habe. Macht mal die Rekreation weg. Ja, ein paar Käse habe ich bekommen. Sehr gut. Da. Weil die Debuffs halten viel länger. Und ja, man bekommt einfach mehr von den Dingen über. Käse. Also wenn ihr Buffs sind sehr verbuggt. Du buffst zweimal, dreimal und bekommst trotzdem keinen Kill mit über. Ja, auch die Blitze herbeirufen sind auch mega Spams. Ja, im Allgemeinen, im heutigen Stand kann ich wirklich sagen, Regnum muss wieder viel besser werden. Ist leider jetzt gerade wirklich so ein bisschen zu viel einfach negativ. Ich hoffe einfach, es tut mir nicht die Motivation wieder raus, um weiterzuspielen. Ja, es ist und dann einfach ein bisschen hartnäckig immer, da irgendwas zu machen. Nein, Zuckerpuppe. Nein.
Yay, ich kann wieder ein bisschen leveln. Dankeschön, liebe Eisen, dass ihr so zahlreich wieder seid. Freut mich. Ja. Aber jetzt kann wieder weniger. Die kommen nicht. Jetzt kommen sie wieder wissen. Einen habe ich wieder. Auch den Rückwärtsgang, obwohl ich nicht will. Ich kann das nicht abbrechen. Das kann man leider nicht abbrechen, weil der Chat irgendwie die Steuerung völlig wegnimmt. Manchmal. Also einfach die W-Taste so richtig blockiert in-game. Und da müsst ihr einfach, wenn ihr still seid, chatten und nicht, wenn ihr redet. Leo Paredes. Okay. Ich kann aber ablenkendes Hindernis schon wieder. Also seit dem Patch ist ablenkendes Hindernis viel zu OP geworden. Das haben sie aber nicht in die Patch Notes gemacht. Und das ist irgendwie geändert worden und extremst nervig geworden. Also haben sie wahrscheinlich auch wieder nicht alles reingetan, reingeschrieben. So. Prima. Scheint, okay. Ich habe einen Scheint mitgeholfen zu killen. Bitte, bitte, ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, machen wir ein längeres Video. Ich habe so viel Lust. Und ich habe 100 Hürden bald gekillt. Ei, ist das nice. Zwar nicht von heute. Fast. Gestern Abend irgendwann mal. Oder nein, ich glaube sogar noch ein bisschen länger, aber ich habe nicht. Ich war nicht in der Warzone. Gestern war ich in der Warzone, habe nicht viel gekillt. Vorgestern. Ich glaube einmal war ich noch in der Warzone, habe 50 Kills gemacht und gestern. Also zwar in 2 Tagen 100 Kills. Ist ziemlich gut. Aber nicht 2 folgenden. Genau, das war, glaube ich, am ersten Tag des Events, also am 14. und am 23. Februar. Okay. So weit auseinander. Weil ich halt meistens eher mit Monstern gekämpft habe. Okay, gut. Ich habe dort auch ein paar Level-Killer getötet, stimmt. Aber das waren, glaube ich, nur 2 oder 3. Und ja, wenn die mich angreifen und ich gewinne, dann sind die schuld. Ja, es sind vor allem auch Schützen, die langsam angreifen, so Leveler. Weil sie natürlich auch zu OP wurden. Und halt denken, sie würden gegen alle gewinnen. So, jetzt sind es wieder leider wieder zu viele Feinde. Ich denke, ich kann so langsam mal beenden. Ja, es ist 29. Gut, das wäre perfekt, weil YouTube immer länger braucht, viel länger braucht für 29, für 30 Minuten als für 29. Jo, freut mich. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher den Livestream auch schauen. Nach dem Video hochladen. Tschüss.